Guten Tag und herzlich willkommen zurück zur 8. Staffel von Stranded Alien Dawn. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir dürfen in dieser Folge uns weiter um diesen wunderbaren Sound kümmern. Wir werden ihn mal so mehr oder weniger komplett einmal außen rum ziehen. Ich habe mir gedacht, irgendwie, wir können ja im Grunde genommen den Bums hier auch stehen lassen. Und dann ziehen wir einfach einen zusätzlichen Zaun drumherum. Weil so haben wir einfach eine doppelte Sicherheit. Ich denke mal, das geht gut. Ich hoffe mal, das geht gut. Wir müssen allerdings immer auf den Stromverbrauch achten. Das sieht selbst in der Nacht ganz gut aus. Minus 706. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, da brauchen wir uns momentan noch mal keine Gedanken machen. Wobei natürlich, sobald die Dinger angegriffen werden, kostet das natürlich richtig, richtig Strom, ne? Kostet dann richtig Saft. Müssen wir also schön beobachten. Darf ich jetzt nicht übertreiben? Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Und dann baue ich jetzt hier trotzdem einfach weiter. Ach, guck mal hier. Ach so, wegen des Tors. Ja, warte mal. Können wir denn ein Kraftfeldtor hier? Aha. Okay, dann machen wir das eben so. Dann machen wir das so, und wenn ich mich jetzt nicht täusche, müsste das doch gehen, dass wir jetzt hier... Richtig, genau. Okay. Ja gut, dann eben den hier. Ich hätte genauso gut auch einfach da eine Lücke lassen können. Warte mal, ja. Warte. Das bricht mir nochmal ab und dann lassen wir hier einfach mal eine Lücke. Eins hier. Hier also. Ziehen wir den einmal fröhlich hier durch und dann müssen wir hier allerdings trotzdem ein Tor einsetzen. Das wäre dann hier und dort und da. So, haben wir auch ein Tor drin. Hier müssen wir natürlich jetzt auch wieder das Ganze mit Energie versorgen. Auch gar kein Problem. Flitzen wir einfach mal hier so rüber. Mal gucken, in etwa hier und dann... Dort, würde ich sagen. Und dann werden wir auch nochmal, warte mal. Werden nochmal hier einen hinsetzen. Zack. Und zack. Und hier drüben noch einen. So zur Sicherheit, damit wir da zwei Verbindungen haben. Wie gesagt, letzten Endes ist es sowieso relativ egal, weil wenn sie hier durchbrechen, dann haben wir noch immer die zweite runde Zaun. Aber naja, gucken wir einfach mal. Schauen wir einfach mal, wir werden uns, wie gesagt, langsam da herantasten. Einfach damit wir die Energie immer so ein bisschen... Boah, dieser Sound, ey. Damit wir die Energie so ein bisschen im Blick behalten können. Minus 728 in der Nacht, das ist okay. Der Winter kommt auch, das ist auch okay. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Also wir haben hier noch ein bisschen Fleisch. 80 mal Fleisch, wunderbar. Unserem Shrieker geht es auch weiterhin gut. Wir müssen natürlich weiterhin auf die Suche bzw. auf die Jagd nach Shriekern gehen. Und das werden wir jetzt auch zeitnah machen, weil wenn wir keine, wenn wir uns zu lange Zeit lassen, dann stirbt der Shrieker da schon wieder an Altersschwäche, bevor wir überhaupt nur einmal zum Zähmen gekommen sind. Ich wüsste ja auch total gern, das werden wir alles gemeinsam herausfinden, ob auch Brutmuttern zur Welt kommen oder ob man sich immer wieder eine neue Brutmutter zähmen muss. Wir werden das erfahren, Wir werden auf jeden Fall jetzt mal am nächsten Morgen, werden wir erstmal einige von unseren Jungs und Mädels mitnehmen. Wieso gehst du dich denn nicht erholen, sag mal? Solltet ihr nicht eigentlich alle mal ein bisschen schlafen gehen, Freunde? Also auch nicht normal. Na gut, du gehst einmal schlafen, das ist gut. Dann warten wir jetzt nochmal kurz. Musiknacht, ja. Tolle Idee, aber eigentlich nicht heute. Besser nicht heute, ehrlich gesagt. So, wen können wir denn mal mitnehmen? Du, mein Freund, du kannst eigentlich mal eben wieder hier so ein Railgun in die Hand nehmen. Hier können wir immer ein bisschen was auseinandernehmen. Wunderbar. So, dann hat er eine Railgun. Dann haben wir hier mehrere Railguns. Wir können... Lara, wie sieht es bei dir aus? Du müsstest dich eigentlich mal entspannen. Wir nehmen dich mit. Wir nehmen Talas. Würde ich sagen, könnten wir auch... Ah, wobei, der hat... Bei der Völle ist das nicht so, der hätte... Ne? Warte mal.
Geh du mal bitte nochmal eben was essen. Wie sieht's bei dir aus? Hope sieht gut aus. Hope sieht gut aus. Du gar nicht. Du isst was. Du könntest dich nochmal eben schlafen legen. Wobei, so viele brauchen wir vielleicht auch nicht, oder? Ja, leg dich mal kurz nochmal schlafen. Dir geht's gut und du kannst auch mitkommen. Wobei, du könntest nochmal eben was essen gehen. Veggie-Eintopf. So, dann nehmen wir Hope mit, Talas mit und euch zwei. Ihr müsstet das eigentlich zu viert ganz gut hinbekommen, oder? Geht jetzt einfach mal davon aus. So, und sobald Talas hier gegessen hat, werden wir ihm nochmal eben kurz eine andere Waffe in die Hand drücken. Erstmal ein Laserschwert sehr gerne und dann bitte tatsächlich ein Pulsgewehr, oder? Ja, nehmen wir mal ein Pulsgewehr. Wobei, nee, ein Pulsgewehr ist gar nicht mal so schlau. Wir nehmen mal besser die Raygun. Ein Pulsgewehr hat immer... Ist natürlich ganz gut, um größere Gruppen von Gegnern abzuhalten. Aufzuhalten. Aber der gute Mann... das Problem ist, dass der gute Mann dann natürlich auch die Brutmutter trifft, ne? Und das wollen wir natürlich nicht. So, 1, 2, 3, 4. Dann kommt mal alle her. Ich denke mal, der Rest, der kriegt sich schon ganz gut um alles gekümmert, oder? Da gehe ich jetzt einfach mal von aus. So, hier oben sind die Ladies and Gentlemen. Hier werden wir wieder ganz, ganz vorsichtig auf alles schießen, bis auf die Brutmutter. Sprich, wir werden schön wieder per Hand... hier fehlt doch jemand. Connor ist nicht mehr dabei. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir das auch zu dritt hinbekommen. So, warte mal. Ihr schießt mal bitte darauf. So. Super. Dann schießt bitte darauf. Toll. Schön daneben geschossen. Getroffen. Abgelenkt. Okay, ihr haut jetzt erstmal ab. Ein Stück. So, warte mal. Ihr schießt mal bitte hier drauf. Genauso. Und dann hier. Jumeier läuft da irgendwie jetzt hin. Das fragt man sich auch, wieso er das tut. Gut, gut, gut. Ihr kommt mal wieder ein Stückchen weiter nach hier hinten. Und könnt dann tatsächlich hier nochmal den Kleinen wegschießen. Super. Der ist tot. Hier vielleicht nochmal drauf. Genauso. Nochmal ein Stückchen weglaufen. Einmal zurückschießen. Der ist auch tot. Einmal hier hin. Ja, gehen wir mal ein Stückchen, würde ich sagen. Genau so. Einmal kurz zurückschießen. Genau, herrlich. Ihr macht das gut. Einmal den hier. Toll, toll. Und dann den hier vielleicht noch. Sehr gut, wir gehen mal wieder ein Stück. Besser ist, die sind nämlich schon ziemlich nah. Die Freunde. Irgendwie können wir sie auf alle schießen lassen, ne? Die Brutmutter, die ist ja meilenweit entfernt. Und um die geht's uns ja hier. Uns geht's ausschließlich um die Brutmutter, um nichts anderes. Wieder ein Stückchen laufen. Einmal hier. Einmal da. Na komm. Sehr schön. War eine knappe Kiste. So. Jo. Verfehlt. Tot. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Brutmutter ist weiter hinter uns her. Was natürlich überhaupt nicht von Vorteil ist. Da müssen wir uns jetzt mal wirklich ein bisschen länger verpieseln. Ist schon wieder Abend, ne? So, jetzt haben wir da noch die Brutmutter. Haben wir sonst noch was hier? Ich glaube... Haben wir sie schon alle erwischt? Es sieht so aus, als hätten wir sie schon alle erwischt. Also, dann könnt ihr einmal alle bitte nach Hause kommen. Ihr flitzt mal bitte alle schön nach Hause. Erholt euch ein bisschen, entspannt euch ein bisschen und dann... So, einmal die Einberufung aufheben. Dann haben wir jetzt tatsächlich nur noch die Brutmutter hier. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch, ne? Wird natürlich jetzt wieder ein super Krampf... die Brutmutter zu zähmen. Wir werden aber einfach mal Folgendes tun. Wir werden mal gucken, ob hier irgendwo noch ein paar Vögel
im Wald sitzen. Schau mal, hier vielleicht. Echsenvögel. Die jagen wir uns einmal. Ich hoffe mal, das tut auch jemand. Wie sieht's hier aus? Haben wir auch noch ein paar Echsenvögel? Ah, hier haben wir nur einen. Hier haben wir vier. Okay. Gucken wir mal, ob das erledigt wird. Wer geht jagen? Niemand. Ach so, guck mal hier. Kommen sie nur sogar noch pünktlich zur Musiknacht. Das ist ja praktisch. Das ist ja äußerst praktisch. So, dann müssen wir natürlich jetzt wieder ein, zwei Leute mit den Betäubungsarmbrüsten ausstatten. Genau so. Die machen hier immer so ein bisschen. Die machen ein bisschen Musik. Das ist vollkommen in Ordnung für mich. Ich hoffe mal, dass sie auch jede Menge Spaß haben. Das würde mich sehr freuen. So, sehr gut. Die erholen sich jetzt nochmal die Nacht hindurch. Dann würde ich sagen, Joko, wie sieht es denn da bei dir aus mit der Fitness, mit der Zufriedenheit? Erholung 55%, 54, 55. Okay, du erholst dich ganz gut, das ist schön. Dann könnten wir in der Theorie, könnten wir sogar sofort losflitzen, ne? Am nächsten Morgen. Und wir müssen dann nur darauf hoffen, dass nicht ein Angriff stattfindet, ne? Das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Das weiß man mal nicht, wann der nächste Angriff kommt. Ist ja mehr oder weniger Zufall. Also, ihr schlaft jetzt von mir aus alle einmal. Und dann werden wir mal ein, zwei Leute mitnehmen. Das gute Tier betäuben und Lara müsste dann einmal sich erholen. Wo schläft Lara eigentlich? Ich glaube hier oben bei Grayson, ne? So, Lara, schlaf mal bitte. So, sie erholt sich jetzt erstmal. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Haben wir noch was zum Jagen da? Ja, haben wir. Aber es geht irgendwie momentan niemand jagen, ne? Hope, kannst du vielleicht einmal die Echsenvögel jagen? Vielen Dank. Das wäre super. Oha, Nummer 1. Sehr gut. Das muss natürlich jetzt auch einmal... wo ist denn der Vogel jetzt hingefallen? Hä? Echsenvogel? Hä? Schlachten. So. Achso, das war hier vorne sogar. Okay, das wäre weiter weg gewesen. So, dann kannst du bitte nochmal hier diesen Echsenvogel jagen. Das wäre super. Oder du... kriegen wir den nicht? Oder wie oder was? Toter Baum schlagen? Na gut, Jumaya, der geht ja auch einmal jagen. Problem ist nur, es muss natürlich auch... Achso. Der Übmeier, der geht schon. Naja, Hope, warte mal, du kannst mal... den mal schnell. Und dann müssen wir den auch nochmal schlachten hier. So, Hope kümmert sich, sehr gut. Sehr schön. Natürlich macht sie das hier auch noch. Jetzt ist die Frage... Ah, ihr schlachtet die nicht, ne? Das ist natürlich schlecht. Echsenvogel schlachten. Ihr schießt einfach nur drauf. Ist jetzt nicht so der Plan, ehrlich gesagt. Naja, aber was soll's. So, also. Du kannst mitkommen. Dann kann der Jumeier, der kann auch gerne mitkommen. Der geht auch gerade was essen. Das ist auch gar nicht so schlecht. Der soll mal schnell was essen. Und dann nehmen wir uns bei ihm auch einmal hier die Beruhigungsarmbrust. Du kannst auch einmal bitte die Beruhigungsarmbrust mitnehmen. Wunderbar. So, da haben wir drei. Drei sollten eigentlich reichen, ne? Hier kommt mal mit. Bitte. Und schießt mal bitte diese Brutmutter weg. Also nicht weg, sondern nur ganz entspannt betäubt ihr sie. Ich hoffe mal, das tut ihr auch möglichst schnell und effizient. Wir lassen uns überraschen. Gucken wir mal, ob das was würde, ey.
14 Uhr ist es. Brauchen noch ein bisschen. Und dann müssen wir Lara natürlich. Wie geht's denn Lara aktuell? Die müsste mal was essen, ne? Warte mal. Werden wir mal schnell Lara noch das Essen auftragen. Sonst hat sie vielleicht. Was braucht sie denn? Was mag sie denn am meisten? Veggie-Pizza. Veggie-Eintopf. Machen wir gar keine Veggie-Pizza. Warte mal. Brot-Veggie-Eintopf. Wir machen gar keine Veggie-Pizza. Achso, weil wir nicht können, weil uns fehlen die Fleischbeeren. Okay. Na gut, dann isst du doch mal bitte das Brot. Wunderbar. So. Jetzt können wir vorne nochmal weiter zu gucken. Mal gucken, ob die drei das hinbekommen. Ich weiß nicht, wieso sie da jetzt alle stehen geblieben sind. Beziehungsweise. Ja, das ist gut. Sie kommt sogar in unsere Richtung. Perfekt, ey. Okay, so, dann gucken wir mal. Ich hoffe. Komm, komm, komm. Verfehlt, verfehlt, verfehlt. Ist beruhigt. So. Lara. Bitte zähme sie. Dann müssen wir jetzt mal hier schön dabei bleiben und gucken, ob wir Glück haben. Wir können natürlich jetzt auch wieder die Taktik fahren, dass wir immer mal jemanden austauschen. So, du stellst dich auch nochmal bitte hier vorne hin. Lara läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Lara läuft noch immer. Gucken wir mal, ob das klappt. So, du. Du siehst eigentlich relativ fit aus, ne? Würde ich sagen, du kommst mal hier hin. So, und Lara versucht's. Lara ist fast da. Uiuiuiui, ui, ui, ui. Wird das was? Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Uiuiui. Ui, ui. Bleib so, komm, 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 komm. Entspann dich. Sei ganz ruhig, ja. Entspann dich, genau so. Ihr müsst bitte nochmal hier bleiben. Okay, du bleibst hier, das ist gut. Und du bleibst bitte auch nochmal hier. Joko, nochmal ein Stückchen bewegen, vielleicht nach hier. Komm, friss es. Entspann dich, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, ja. Das sieht verdammt gut aus. Hör mir auf. Erster Versuch. Jawohl. Jawohl. Wie geil ist das denn bitte? Wie geil ist denn das bitte? Ist ja nicht zu fassen. So, dann muss die... Muss einmal bitte ab nach Hause. So schnell wie möglich. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen. Wir können natürlich jetzt auch erstmal wieder Schritt für Schritt gehen, ne? Gucken wir mal. Werden wir den Rest auch mitgehen lassen, würde ich sagen. Lara, bitte einmal diese Brutmutter führen. Wunderbar. Ihr könnt im Grunde genommen, können wir die Einberufung aufheben. Das ist ja sensationell, ey. Dass das jetzt geklappt hat, ich glaub's doch wohl nicht. Ich glaub's doch wohl nicht. Wahnsinn. So, jetzt gucken wir nochmal, wie weit wir sie denn führen können. Ich hoffe mal weit genug. Ich hoffe mal, sie lässt sich nicht jetzt von allem ablenken. Hier scheint aber nicht ganz so viel los zu sein, wie auf dem Weg beim letzten Mal. Beim letzten Mal hatten wir ja das Problem, dass er ständig... irgendein Viech dazwischen war. Oh, hier ist eins, ja. Ja, okay. Dann Lara. Kannst du bitte das hier mal wegschießen? Dankeschön. Und dann müssten wir dieses Viech einmal zumindest bis hierhin führen, bitte. So, jetzt geht das wieder los, aber ist ja kein Problem. Brutmutti, du kannst jetzt nicht schlafen. Du musst jetzt mitkommen. Hier wird jetzt nicht geschlafen, weil der nächste Angriff, der wird demnächst auch kommen. Und das könnte ein bisschen problematisch werden, möchte ich meinen. So, du. Achso. Ja, du hast dich wieder ablenken lassen, das ist klar. Bitte einmal bis hier. Lara. Einberufen. Einmal hier.
So, du kannst dann jetzt einmal dahin geführt werden, genau. So, das ist natürlich alles ein bisschen aufwendig, aber es ist gar nicht mehr so weit. Es ist gar nicht mehr so weit. Du musst einmal hier hin, Lara. Führt das Tier einmal ein Stückchen. Ach ja, schön, schön. Einberufen, so. Genau so, dann kannst du mal das dann noch wegschießen. So, unsere Mutti, die schießt hier noch fröhlich vor sich hin. Ich hoffe jetzt nicht mehr lange. So, Lara. Du führst mal bitte die Mutti wieder. Jetzt wird es langsam hell, das ist gut. Oha, warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen auf jeden Fall... Die Brutmutter müssen wir auf jeden Fall eher hier in die Richtung führen, ne? Wir haben sonst ein kleines Ulfenproblem hier. Die führen wir mal eher so hier nach oben. Würde ich sagen. Lara. Weiterführen. So, der wird jetzt gleich wieder irgendwas angreifen, nehme ich mal stark an. Noch sieht's gut aus. Noch sieht's gut aus. Noch immer sieht's gut aus. Sehr schön, sehr schön. Jetzt übernehmen wir dich mal eben hier und du schießt mal bitte hier. Genau. Und du schießt auch bitte da. Super. Jetzt müssen wir dich wieder hier ein Stückchen führen und zwar... Moment mal, wir müssen dann... Okay. Also natürlich leicht suboptimal, ne, der Weg, aber was soll's, das sollten wir ja schaffen, oder? Ist ja nicht mehr weit. Sieht sehr gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Ich glaube es ja wohl nicht. Erster Versuch. Jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass die wirklich sich auch richtig schön vermehren, die Viecher. Gucken wir mal, wie wir das hinbekommen. Ausreichend Futter und so sollten wir eigentlich haben, ne? Wie viel? Ja, getrocknetes Fleisch, 858, kein Problem. Yes, ey, die Brutmutter ist zu Hause. Ich glaub's doch wohl nicht, Leute. Wir haben es wirklich geschafft. Wir haben zwei Shrieker, die Brutmutter und den Standard-Shrieker. Jetzt müssen wir nur nochmal sehen, dass du natürlich nach Möglichkeit schön zufrieden bist. Genau, schön was futtern erstmal. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Abrichtung. Wir könnten sie natürlich auch beide abrichten, ne? Ich nehme mal stark an, dass es das was bringt. Verbreitet Pheromone, die meisten Insekten reizen und dafür sorgen, dass sie sich für... Achso. Wir trainieren gerade. Ich wollte gerade sagen, was passiert denn hier jetzt? Die meisten Insekten reizen und dafür sorgen, dass sie sich für kurze Zeit schneller bewegen. Ja, ist ja ganz nett, ne? Das ist ja ganz nett. So, ausreichend Futter brauchen wir immer. Das sollte aber kein Problem sein. Das wird eigentlich, sollte das ja immer hier schön... Eigentlich sollte das immer schön nachgefüllt werden. Jupp. Das läuft. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt frage ich mich nur, wie schnell wird denn so eine Brutmutti überhaupt schwanger? Trächtig. Ach, guck mal, Angriff. Ich hoffe mal relativ schnell. Das wäre schön. Weil wir könnten natürlich versuchen, aus dem anderen Nest uns auch noch die Brutmutti einmal herzuholen. Ich denke, wenn das genauso gut läuft wie beim letzten Mal, wie dieses Mal, dann... Ja. Sollten wir das definitiv machen. So, um Connor wird sich gekümmert. Das ist gut. So, dem geht's schon wieder gut. Dann könnt ihr jetzt einmal alle bitte hier nach vorne kommen. Freunde der Sonne. Eine Sternschnuppe. Du stellst dich hier hin. Du stellst dich da hin. Achso, ihr habt noch nicht die richtigen Waffen. Ist aber auch nicht so wild. Ja, gut, dann bleibt erstmal so stehen.
Dann bleibt ihr erstmal so stehen, Freunde. So, hier werden wir mal... Euch werden wir mal in die Garnison holen. So, wir müssen natürlich auch, wie gesagt, immer unsere Energiereserven im Auge behalten. 92% voll in 2 Stunden. Ja, das sieht ja alles ziemlich easy aus. Wir greifen die Zäune auch einfach nicht an. So wie ich das hier. Voll in 2 Stunden bleibt jetzt aber lange. Voll in 1 Stunde, okay. Lasergeschütz schon wieder zerstört. Ja, das werden wir wohl nie beheben können. Aber was soll's. Was soll's. Okay, die kommen sogar bis vorne durch ausnahmsweise mal. Aber die werden ja so schnell weggeschossen. Weiterhin gar kein Problem. Ja, nee, weiterhin überhaupt kein Problem, hier einfach alles wegzuschießen. Weil wir haben hier einfach ausreichend Laser, die sich um alles kümmern. So, ja, das lief ja gut, würde ich sagen. Ne? Werden wir hier nochmal ein bisschen was zum Plündern in Auftrag geben. Zack, die Spec-Op-Bots. Und noch die G1000er, nehmen wir einfach mal alles mit. Ist ja wunderbar, zerstörte Roboter 8, das werden alles die Drohnen gewesen sein. So, und euch können wir auch einmal auseinandernehmen. 926 mal Kohlenstoff-Nanoröhrchen, ja gut. Da brauchen wir dann auch nicht mehr so viel von, ne? Aber wird ja auch nichts produziert. Solange wir ausreichend plündern. Ah, super. Sehr schön, Mensch. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Episode. Es war fast wie ein Profi, ne? Muss man halt einfach mal sagen. Das ist wirklich fast wie ein Profi gelaufen mit der Brutmutti. Leute, ich bedanke mich für eure Zeit, eure Likes, eure Kommentare. Ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Stranded Alien Dawn. Macht's gut, bis dann. Tschüss.